Der Berliner Flughafen Tegel soll wegen der Coronavirus-Krise und des fast brachliegenden Flugbetriebs ab spätestens Juni für 2 Monate vorübergehend schließen. Das hat der Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers FBB mit großer Mehrheit entschieden. Mit der Tegel-Schließung sollen rund 200.000 Euro täglich gespart werden. Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup betonte, er habe nun die Rückendeckung des Aufsichtsrats und werde umgehend die nötige Befreiung von der Betriebspflicht des innerstädtischen Airports beantragen. Dann soll nur noch der Flughafen in Schönefeld dauerhaft offen bleiben. Gegen diese Entscheidung könnten der Bund und die Länder allerdings noch per Weisung vorgehen. Lüttke-Dahldrup ließ offen, ob der vor allem bei den Westberlinern so beliebte Airport Tegel überhaupt noch mal ans Netz gehen werde, bevor der neue Großflughafen BER nach jahrelanger Verzögerung am 31. Oktober öffnen soll.